nicht kommen? Also Max, ich muss gerade arbeiten, ich mache gerade ein Thumbnail. Aber was ist denn? Ja, können wir Ballstaff? Brawlstars spielen. Nee, sorry, also ich muss gerade echt ein Thumbnail machen von... Wo ist Finn? Ja, der ist zu Hause, der muss doch in die Schule. Warum hast du den nicht mitgenommen? Du hast gesagt, du nimmst den mit, wenn du mal vorbeikommst. Ja, also ich wollte doch eigentlich, aber Finn muss halt in die Schule. Der schreibt eine Klassenarbeit in Mathe. Der muss dann noch ein bisschen lernen dafür mit seinem Mathelehrer. Wollt ich das jetzt, aber... Nee, komm. Stumble. Ey, nee, Max. Minecraft. Ey, Max, ich bin hier gerade beschäftigt. Fortnite. Nein, ich muss hier arbeiten, Max. GTA 5. Hey, das darfst du noch gar nicht spielen, Max. Du bist 10. Nein. Ich habe auch schon das Verbotene geguckt. Warte, ich komm mal zu. Wo ist dein Handy mit Goldsterns-Account? Max, das habe ich jetzt nicht hier. Also, ich bin hier gerade am. Ich brauche dein Handy mit Goldsterns-Account. Also, ich bin hier gerade am Thumbnail machen für das Eisbaden-Video und ich brauche jetzt hier auf jeden Fall noch ein bisschen. Wo ist dein Handy, Lukas? Mein Handy ist nirgendwo. Da hast du Wasser unter deinen Rücken gemacht. Nee, Max, ey. Ich muss mal deinen Bolt-Stars-Account sehen. Nee, Max, jetzt komm bitte. Lass mich bitte jetzt einfach in Ruhe. Ich muss hier einfach mal kurz arbeiten. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Ja, wir können das in ein oder zwei... Nein, du hast auch Finn nicht mitgenommen. Ey, komm, wir machen das in einer Stunde. Nee, so lange kann ich nicht warten. Eine Stunde ist auch schon vorbei. Ach komm, eine Stunde, Max. Kann ich dein Handy haben? Nee, ganz sicher gebe ich dir nicht mein Handy, Junge. Ja, okay, Lukas von Ballstars, ich gehe wieder. Ja, danke. Ne? Also du kannst ja sonst mit Kevin irgendwas machen. Nee, der ist langweilig. Lukas, ich gehe nach vorne in mein Zimmer. Ja, ist okay. Ich bin jetzt wieder in ein Arbeitszimmer gegangen. Habt ihr das gesehen? Da war von AMG Schlüssel von Lukas Rennauto. War der Schlüssel da auf der Ablage. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich muss also, ich sag, ich gehe in die Küche, mir ein Glas Coca-Cola holen und dann nehme ich Schlüssel und dann... dann fahre ich das Auto 8000 km/h schnell hier. Lasst alle Like und Abo da, auch bei meinem Kanal Kleine Max und bei meinem Bruder Clash Game. Ja, jetzt mal kurz überlegen. Ich werfe jetzt einen... Kevin hat hier noch diese ganzen Ü-Eis. Ich werfe jetzt ein Ü-Ei gegen Lukas Kopf, dass er so abgelenkt ist. Wer steht hier? Guck hier, da diese eine hier. Was leise sein. Hä? Lol? Jetzt aber der guckt gerade. Alter, das sieht einfach ein Ü-Ei, Digga. Wo ist das Auto von denen? Alter. Aber jetzt muss ich erst mal gucken, wo AMG ist von Lukas Bolstas. Wartet kurz. So, Freunde, ich mache übrigens hier gerade das Thumbnail, falls ihr euch fragt. Und zwar für das Eisbaden-Video. Ich zeige euch jetzt mal hier kurz so ein bisschen meinen Fortschritt. Also ihr seht auf jeden Fall, ich bin hier schon ein bisschen weitergekommen. Ich habe hier schon diese Eiswürfel auch so eingefügt. Vielleicht habt ihr das Video ja schon gesehen. Und ja, ich finde auf jeden Fall, das ist bisher ziemlich cool geworden. Allerdings, genau, muss ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Max hat eben echt ein bisschen genervt und ja, let's go, Mann. Alter, wisst ihr, wo ich drin bin? Ich konnte jetzt nicht filmen, weil mein Bruder hat gesagt... Ich darf nicht filmen, wenn vor der Haustür... Alter. Das ist AMG Mercedes 1000 km/h Auto. Warte, ich zeig euch kurz. Guck mal, das Auto kann 360 km/h fahren. Hier ist so ein gelber Knopf. Hier ist so Plus und Minus und Racke und Engine. Ist da ein Schalter von dem Auto? Wenn ich da drücke. Oh, AMG. Alter, ich weiß gar nicht, ich muss jetzt mit dem Auto wegfahren. Alter, ich bin voll am Zittern. Wie macht man an? Wie geht das denn? Hallo? Was habe ich jetzt gemacht? So, ich glaube, als nächstes
Oh, muss ich noch mal so ein bisschen den Rasen hier bearbeiten im Hintergrund, Leute, damit der ein bisschen besser aussieht. Ich habe irgendwas gemacht, jetzt blinkt das da oben und das da blinkt auch. Hä? Was soll ich machen? Wie geht das jetzt besser? Kann man das wieder wegmachen? Warte mal. Auto an! Auto Vollgas! Start. Alter! Das Auto explodiert! Wie kann man jetzt fahren? Was muss ich machen? Boah, das sieht... Hier ist Gewitter am Auto. Hier ist Gewitter am Auto. Das explodiert hier alles. Hier ist Gewitter im Auto. Auto aus! Oh! Was muss ich machen? Oh! Das Auto fährt. Das Auto fährt. Ich mach das gar nicht. Guck mal, wir sind nach hinten gefahren. Und jetzt muss ich hier vorne, ich muss wieder, warte. Hier sind so rote Symbole. Und hier ist so eine. Was muss ich jetzt machen? Gelb? Kann man nicht klicken. Aber wie fahre ich denn jetzt nach vorne? Wie fahre ich denn jetzt? Wie geht das? Vollgas! Vollgas! So. Weiter. 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 Alter, nein! Scheiße, hat gebumst davon und ganz laut gepiept. Oh oh, nein, oh oh, das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. Wenn einer fragt, das war der Nachbar. Ich muss jetzt mal wieder probieren reinzukommen, ohne dass der Lukas das sieht. Ich glaube da vorne auf den Tisch. Hey Max? Wo warst du? Ich hab Marienkäfer gesammelt. Ey, warte mal, das ist mein Autoschlüssel. Ey, Max, was hast du gemacht? Ich hab gar nichts gemacht. Max, sag ehrlich, was hast du gemacht? Ich hab Marienkäfer gesammelt draußen. Max, du hast meinen Autoschlüssel eben draußen mitgenommen. Nein, der war von meinem Bruder. Max. Wo ist Finn, Lukas? Max, ist jetzt... Du hast dich nicht in mein Auto gesetzt jetzt, oder? Max? Ja? Oh mein Gott, nein, oder? Was ist denn? Oh mein Gott. Ich bin nur Rennauto gefahren. Ey, ich gehe jetzt mal zu meinem Auto, ja? Lukas, ich bin nur Rennauto gefahren. Du bist aber nicht meinen AMG GTR gefahren. Rennauto. Max! Ich hab doch nur Marienkäfer gesammelt. Im AMG GTR. Was? Was? Max, du darfst noch kein Auto fahren, das weißt du. Lukas, da hat einmal gewumst. Was? Du hast einen Unfall gebaut. Bist du irgendwo dran gefahren oder was? Keine Ahnung. Hat oh Vollgas mein Gott. Gegeben. Ey, Alter, weißt du, wie teuer das Auto ist? 3 Euro. Junge, das kostet fast 200.000 Euro. Wie viel ist das? Oh mein Gott, ey, ich geh jetzt einfach und guck. Und Max, wenn ich da was sehe, wenn ich da einen Kratzer oder irgendwas sehe, dann bist du echt dran. Dann bist du komplett dran. Hä? Okay, Leute, ich muss jetzt echt mal nachgucken, ey. Okay, Leute, ich bin jetzt hier am Auto. Oh mein Gott, ich hoffe, hier ist echt nichts dran gekommen. Ich schau mir das jetzt einfach mal hier an. Da ist doch gar nichts, Lukas. Warte mal. Lukas, da ist gar nichts. Oh mein Gott! Junge, da sind übelst viele Kratzer, Max. Ey, da ist eine richtige Delle drin. Was hast du gemacht? Das sieht gar nicht so schlimm aus. Ey, du bist da komplett dagegen gefahren. Lukas, das ist gar nicht so schlimm. Das kann man weg... Oh mein Gott. Mit so Farbe.
Ey, das hast du nicht wirklich gemacht. Ey, Kevin wird so sauer sein, wenn ich das dem erzähle. Das kann man doch mit Farbe machen. Max, du kannst dich doch nicht in ein Auto setzen und es einfach starten und losfahren. Warum nicht? Du bist da viel zu jung für. Du hast doch gar keinen Führerschein. Ja, aber ich habe Autorennen geguckt, Formel 1. Ey, Leute, ihr seht, ich mache mal gleich Detailbilder davon. Ihr seht jetzt mal hier eingeblendet, da ist komplett der Schaden. Das muss ich jetzt der Versicherung melden. Ich werde es auch Kevin erzählen und dann wirst du richtig dran sein. Ich glaube, du musst dann die nächsten 10 Jahre dein Taschengeld dafür abbezahlen. Wie viel kostet denn das? Also ich schätze mal, das kostet 15.000 Euro. Das wird dann so die nächsten Jahre Taschengeld wahrscheinlich von dir sein. Das wird dann, denke ich mal, wegfallen die nächsten Jahre. Also das geht ja mal gar nicht jetzt, Max. Ja, da bist du aber auch selbst dran schuld, Max. Da wird Kevin richtig sauer sein, wenn ich das dem gleich erzähle. Ich muss jetzt auch gleich in die Werkstatt fahren und dann muss ich den Schaden da reparieren lassen. Ich wollte da nur Rennauto fahren. Ja, aber das... Ey, Max, das geht nicht. Ey, Leute, ich bin jetzt gerade so sauer. Ich bin jetzt so sauer!